Vor einem Monat ereignete sich ein gewaltiges Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze. Diese Jahrhundertkatastrophe ist mit Worten kaum zu beschreiben. Sehr viele Menschen haben ihr Leben verloren, ihr Hab und Gut, ihre Häuser. Wir möchten in diesem Moment nutzen, um gemeinsam innezuhalten und der Opfer dieser verheerenden Katastrophe zu gedenken. Dankeschön. El Fatih. Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem ersten Ligaspiel im Jahr 2023. Die Partie begann mit einer Schweigeminute für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Unsere Mannschaft heute in den roten Trikots und die Neu-Isenburger SV Pars Neu-Isenburg in Schwarz. Die Partie begann und die Szenen sind jetzt ungeschnitten. SV Pars Neu-Isenburg, hier der Kapitän Efkan Erdem, spielt zurück auf Aykut Bayar. Dann kommt der Ball hier links auf Gianluca Alessandro. Er mit einem langen Ball nach vorne und dort steht Anis Nassif und macht in der 30. Sekunde das 1:0. Unglaubliche Szenen direkt zu Beginn. Murat Kalle verschätzt sich da und Anis Nassif macht das sehr, sehr gut. 1:0 schon nach 30 Sekunden. Und wir wollten natürlich schnell antworten. Aber jetzt war es schwierig, weil SV Pars Neu-Isenburg ist ja Tabellenführer in der Gruppenliga Frankfurt-Ost. Bislang 61 Punkte aus 23 Spielen. Das sind 20 Siege und ein Unentschieden. Es gab bislang nur 2 Niederlagen. Und sie machten weiter Dampf. Und unsere Mannschaft, ja bislang aus 21 Spielen 26 Punkte. Hier die erste Chance. Doch, wir haben den Pfiff gehört, das war abseits. Dann ein Handspiel von Gluhakovic. Dann nochmal SV Pars. Und Sinisa Alempic hier gegen Ramazan Türkilmaz. Aber er klärt souverän. Dann die Ecke. Nochmal Alempic. Und diesmal klärt Erwin Şima. Yusuf Efil und Güney Günel im Mittelfeld machten zu Beginn vieles richtig. Dann Said Shaza, aber der Keeper hält. Ein tolles Zuspiel von Patrick Koch. Ja, und die Neu-Isenburger machen das immer wieder ganz geschickt. Immer lange Bälle nach vorne. Und da hat Lars Ott Glück. Dann Daniel Schiemen und Yusuf Efil mit einem Foulspiel. Dafür sah er die gelbe Karte. Wir spielten mit Daniel Schiemen hier auf Said Shaza. Er wird gefoult. Güney Günel und Ramazan Türkilmaz an den Pfosten, aber auch das war abseits. Dann ein früher Wechsel. Paulinus Funk kam für Murat Kalle und spielte hinten links. Ein weiterer Neuzugang, Kaan Kubalić, bekommt hier den Ball nochmal von Patrick Koch. Dann die Flanke, Günel, aber er trifft Tolunay Özelci. Dann die Neu-Isenburger, aber Paulinus Funk kann hier klären.
Dann ein Freistoß von Leon Burggraf, aber kein Problem für Keeper Lars Ott. Kerem Yücel und Mehmet Emmet fehlten beide verletzt. Auch Volkan Zungun musste sich vor der Partie krankheitsbedingt abmelden. Das war natürlich ein herber Rückschlag heute. Wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung. Erwin Schiemer mit einem langen Ball nach vorne. Da kommt er nochmal an den Ball. Ja, die Jungs kämpften und Patrick Koch jetzt mit der Schussgelegenheit. Der Ball geht drüber. Die Mannschaft präsentierte sich gut. Immerhin ging es heute ja gegen den Tabellenführer. Dann Günel. Und nochmal Patrick Koch. Und der Schiedsrichter pfiff hier auf Abseits. Dann der fällige Freistoß. Ein langer Ball von Efkan Erdem. Und er sieht Drazen Gluhakovic. 2:0. So einfach ging das. Ein langer Ball nach vorne. Und da kommt keiner dran von uns. Ja, überragend gemacht, kann man da nur sagen. Keine Chance für Keeper Lars Ott. Dann die nächste Chance, 4 Minuten später. Und da war der Zahn gezogen. 3:0. Diesmal Anis Nassif. Wieder Efkan Erdem. Tolle Hereingabe. Ja, die Abwehr war in diesen Momenten wohl noch im Winterschlaf. Es war auch eisig kalt. Dann eine unglückliche Szene. Erwin Schiemer kommt hier zu spät und der Kapitän Efkan Erdem verletzt sich. Wir wünschen gute Besserung. Dann Günel. Mit einem Freistoß und Ramazan Türkilmaz mit dem Kopf drüber. Und dann Yusuf Efil bedient hier Faruk Aslan, mittlerweile auch in der Partie. Und er sieht Abdülkadir Okutan, den nächsten Neuzugang. Und er scheitert an Keeper Aykut Bayer. Dann Günel auf Daniel Çimen. Kommt er nochmal an den Ball. Der Ehrentreffer war drin. Faruk Aslan. Auch hier ist der Keeper schneller. Dann war Schluss. Wir verlieren die erste Partie. Verdient mit 0:3.